Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes. So, nochmal eben kurz das Mikrofon richten und... Wow, das hat sich gelohnt. 195 Billionen in der Zwischenzeit hier abgegrast. Dabei war ich gar nicht so lange weg. Also gut, ich war mir Frühstück besorgen und im Kino. Okay, und das auch in umgedrehter Reihenfolge. Das hat schon ein bisschen gedauert, klare Sache. Aber... Ist jetzt nicht so, als wäre ich hier 2 Tage unterwegs gewesen. Nun gut, aber damit schaffen wir ja ein bisschen was. Hoffentlich vielleicht. Gucken wir mal. Wait, what? Was ist hier gerade passiert? Blinkt da nicht gerade noch das Ausrufezeichen? War ich nicht schon in dem Level? Ich bin verwirrt. Moment, sehe ich das richtig, dass wir jetzt hier nicht 400, sondern 4000 brauchen? Das ist ja ungünstig. Nun ja, dann begeben wir uns doch mal irgendwie auf den Weg dahin. Das wird so sogar irgendwie was. Also hier erstmal zuschlagen. Die kosten jetzt nämlich auch alle nichts mehr. Also die kosten natürlich schon noch was. Aber das ist so verhältnismäßig wenig, dass es einfach nicht mehr wirklich ins Gewicht fällt. Andererseits fällt es natürlich auch schadenstechnisch nicht mehr wirklich ins Gewicht. Was sehr bedauerlich ist. Na, okay. Der macht sich dann schon noch bemerkbar. So, das sieht doch aus, als könnte das hier mit dem irgendwie was werden. So, Level 10 und da brauchen wir dann nur 65.000 Millionen, also 65 Billionen. Naja, das ist ja ein Schnäppchen. Geht super. Ich muss ehrlich gesagt auch erstmal wieder ein klein bisschen runterkommen. Bin froh, dass ich jetzt was gegessen habe. Weil Kino war schon... Ja, doch. Also ich habe Fast and Furious 7 gesehen und Fast and Furious 7 ist halt ein solider Fast and Furious. Also man bekommt halt das, was man erwartet. Halt nette Action, nette übertriebene Action und nette Autos. Wobei ich muss sagen, Autos stehen irgendwie... Also es sind halt einfach nicht mehr die geilen Tuning-Karren. Die sind da schon nicht mehr so im Vordergrund. Aber natürlich gibt es nach wie vor halt Autos, ganz klar. Was mich aber so ein bisschen fertig gemacht hat, ist einfach das Ende. Und keine Sorge, das werde ich jetzt nicht spoilern. Aber angesichts der Tatsache, dass ja der Schauspieler Paul Walker vor rund 1,5 Jahren gestorben ist, und das halt quasi so sein letzter Leinwandauftritt ist, ist das Ende schon so, lie down, try not to cry, cry a lot. Also ist das schon, ich weiß nicht, ob ergreifend das richtige Wort dafür ist, aber wenn man sich darauf einlässt, geht einem das schon oder kann einem das schon relativ nahe gehen. Und es ist echt gut gemacht. Also sie haben ihm echt einen guten Abschied beschert. Da kann man nichts gegen sagen. Das haben die schon richtig gut hingekriegt. So, dann holen wir uns da hin nochmal was. Oh, das bringt so ein bisschen... Ah, das könnte sich doch lohnen. Naja, irgendwie auch nicht so richtig. Ah, da hatte ich mir irgendwie mehr von erhofft. Nun ja. Zeit für Level 44. Also zumindest die 45 kriegen wir hier relativ easy hin. Dann müssen wir mal gucken. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht auch so... Ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass ich eigentlich bis 100 durchziehen wollte. Also ohne einen leveltechnischen Sprung dazwischen zu packen, nur zeittechnisch. Ja, dann muss ich mir für nächste Folge auf jeden Fall ein bisschen was raussuchen, was ich erzählen kann. So wahnsinnig viel passiert hier im Moment erstmal nicht Neues, außer dass wir fröhlich neue Helden freischalten, natürlich.
die aber eben auch hauptsächlich erstmal. Ist das ein Skill? Ist das? Nein, es ist noch kein Skill. Aber das erhöht den Critical Click Damage Multiplier, also sprich das Zehnfach hier um 5. Dann sind wir da nämlich schon bei 15. Oh, übrigens, so eine Sache, die sich wahrscheinlich nicht fixen lässt, weil es ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Bug, aber es ist so, was mich ein bisschen stört. So, man scrollt hier halt irgendwo hin, wechselt das Tab und wenn man zurückgeht, ist man halt wieder ganz oben. Das ist so, yeah, yeah. Ist jetzt halt kein Drama, aber wenn ich irgendwo an diesem Spiel Kritik aussetzen wollen würde, dann wäre es da. Aber das ist wirklich Weinen auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Also von daher ignorieren wir das mal geflissentlich. Fünf Level könnte ich mir hier fast leisten. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Das kostet jetzt wahrscheinlich... Oh, 20, das geht. 20.000, das ist machbar. Das kriegen wir hin. Was bringt denn das überhaupt? Plus 100% und die macht im Moment 770. Also kriegen wir 770 drauf. Das heißt, wir landen hier ungefähr bei 3,4. Ja, 3,4, vielleicht 3,5. Irgendwie so. Um nochmal auf das Thema Kino zurückzukommen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dafür, dass 2015 so als das Kinojahr angepriesen wurde, weil natürlich kommen halt insgesamt relativ viele große Blockbuster, aber gerade ist halt so ein bisschen Ebbe. Also Fast and Furious 7, klar, aber im Moment ist da irgendwie nicht viel, was ich noch sehen wollen würde. Also Home würde ich mir vielleicht noch angucken, muss ich mal schauen. Ist halt so ein Standard-Pixar-Ding. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt so wahnsinnig aus den Socken haut, aber kann man halt mal machen. Und eventuell noch Best Exotic Marigold Hotel 2. Da fand ich den ersten erstaunlich gut, auch wenn das eigentlich mehr so ein in Häkchen Rentnerfilm ist. Fand ich den erstaunlich gut. Aber der zweite, wird wahrscheinlich jetzt so eine nette Fortsetzung, aber eben auch nicht mehr. Also befürchte ich einfach mal. Von daher... Und auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, muss ich sagen, selbst Avengers 2 verschafft mir noch kein Kribbeln im Bauch. Mal gucken. Also ich muss sagen, ich fand den letzten Captain America sehr, sehr großartig. Keine Frage. Den ersten Avengers-Teil aber irgendwie eher so, ja, war okay. Also er war nicht schlecht, aber er war jetzt von den Marvel-Filmen auch nicht unbedingt der herausstechendste. Von daher... Mal gucken. Und ich stecke ganz ehrlich in diesen ganzen Comics nicht so weit drin, als dass ich jetzt sagen würde, hey, Ultron, saugeil, hab ich Bock drauf. Von daher, also ich lese zwar Comics, aber es beschränkt sich bei Marvel, lass mich kurz gucken, ja, hauptsächlich auf Deadpool. Und den Film werde ich nächstes Jahr aber richtig abfeiern, das weiß ich jetzt schon. Wenn der nicht noch verschoben wird, kommt der Februar 2016. Auf den Deadpool-Film habe ich so richtig Bock. So, was kaufen wir denn jetzt nochmal Feines? Das kaufen wir nochmal. Und dann gehen wir, glaube ich, auch schon mal hier rüber. Hallo. Das sollte eigentlich relativ problemlos gehen. In der Tat. So, in der Hoffnung, dass wir hier jetzt ein bisschen besser Kohle kriegen. Naja, hält sich so in Grenzen. Wir müssen dringend mehr Skills freischalten, weil mehr Skills bedeutet auch mehr Geld. Zumindest in halbwegs regelmäßigen Abständen. Das heißt, wir müssen... Oh Gott, ist das so teuer? Nicht doch. Kann sich doch kein Mensch leisten. So, hier gehen wir aus Prinzip mal auf 100, einfach damit es ein glatter Wert ist. Hier auch mal. Hier machen wir... Können wir eigentlich gleich mal die 200 rausmachen, das Geld habe ich. So. Da müssten wir ja langsam auch so in den Bereich kommen, wo wir uns irgendwie... Na, okay, 1300.
Da ist die erste Hero Soul noch ein bisschen entfernt, aber die kriegen wir ja auch erst bei der Ascension. Und bis wir da hinkommen, das dauert noch. Die Ascension ist ein... ja, Skill, möchte ich sagen. Von einem der Helden. Den Helden haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Und selbst den Helden müssen wir dann erst auf Level 150 bringen, damit die Ascension freigeschaltet wird. Und selbst wenn das soweit ist, werde ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter farmen, bis ich mit der Ascension so 6 bis 7 Hero Souls zusammenkriege. Also 7 ist, glaube ich, schon ein ganz guter Richtwert. Sonst macht das alles relativ wenig Sinn. Oh Gott, ich bin von vernünftigen Goldwerten so weit entfernt. Ich könnte ja natürlich auch einfach noch weiter fleißig mit klicken, aber das... ich weiß nicht, ob ich hier jetzt die restlichen rund 10 Minuten der Folge einfach klicken möchte, weil es ist, um ehrlich zu sein, nicht so richtig spannend. Nicht so richtig. Aber kann man mal machen. Falls ihr übrigens noch einen guten, neueren Kinofilm gesehen habt, den ihr mir empfehlen könnt, also der im Moment noch im Kino laufen sollte, gerne her damit. Wer irgendwie sagt, ja, okay, den kennt zwar irgendwie keine Sau, aber schau ihn dir mal an, der ist super. Gerne her. Ich bin eigentlich für so ziemlich jedes Genre offen, außer mit romantischen Komödien. Damit könnt ihr mich jagen. Das ist... nein. Nein, nein, nein. Neulich die letzten 10 Minuten vom neuen Matthias Schweighöfer-Film gesehen und holy shit, ist das schäbig. Also das Drehbuch ist einfach, also beziehungsweise das Ende über das komplette Drehbuch kann ich jetzt natürlich nicht urteilen, weil ich den Film nicht komplett gesehen habe, aber das Ende ist schon einfach wieder so ein unfassbares Klischee. Boah, das geht gar nicht. Und es ist einfach von... mindestens 80% der beteiligten Schauspieler leider auch einfach unfassbar scheiße gespielt. Also, so leid es mir tut. Nee, geht gar nicht. Gott, Alter, für Level 50 brauchen wir dann 40.000. Das dauert da ewig. Ich glaube, da lasse ich noch mal ein bisschen idlen. Ich glaube, so viel mehr als 7 bis 8 Level schaffe ich hier jetzt immer nicht. Das ist schon irgendwie relativ traurig irgendwie. Was kostest du? 12. Ja, 12 ist ja noch im Rahmen des Möglichen. So, na dann komm schon. Ich will doch nur die 12.000. Danke. So. Nicht, dass das jetzt den Schaden enorm erhöht hätte. Wobei den Klickschaden erhöht es halt schon. Hier, jetzt nehme ich den 15-fach-Multiplier. Das ist schon ganz angenehm. Wenn auch vorerst nicht elementar wichtig. Aber gerade so für den Clickstorm-Skill ist das halt schon relativ gut. Also das... das boostet den schon nochmal ein gutes Stück. Und das hier, das hätte ich ganz gerne als nächstes. Die Lucky Strikes machen nämlich 50% Crit-Chance. Sprich, also das ist wirklich plus 50%. Also das ist dann nicht, oh, wir haben im Moment 3%. Davon 50% wären 1,5. Also sind wir dann bei 4,5%. Nein, nein, so läuft das nicht. Wir haben dann wirklich 53% Chance auf einen kritischen Treffer. Oder auf einen kritischen Klick. Das heißt, das ist mal richtig effektiv. Das heißt, damit rotzt man dann innerhalb von 30 Sekunden auch schon mal ganz ordentlich was weg. Gerade natürlich in Kombination mit den beiden Skills. Gott, ich dachte, das wäre ein anderes Lied, aber es ist nicht das, was ich befürchtet habe. Achso, wir können ja auch mal ein Level 49 rüberwechseln, fällt mir gerade so auf. 40.000 allein, um auf Level 90 zu kommen. Für den Skill brauchen wir schon Level 100. Hue. Ist hier unten nicht irgendwas günstiger? Nee.
irgendwie. Ah, Moment, was kostet denn der? 65. Na, den Skill können wir nochmal mitnehmen. Dafür klicke ich sogar noch ein bisschen. Ich finde es schön, dass sie einfach hin und her wackeln, wenn sie Schaden nehmen. Also wenn sie Klickschaden nehmen. Holy shit, halten die viel aus. Dauert ja schon fast so lang wie ein Standard Zwischengegner irgendwie umzuklopfen. Da sieht man mal, wie traurig wenig Schaden ich mache. Ach ja. Gott, der erste Durchlauf ist so langsam. Es ist unglaublich. Also eigentlich ist es halt alles total gut. Es ist nur, wenn man es halt schneller gewohnt ist, ist es so, ach. Also ich muss sagen, ich hatte ja in der ersten Folge erwähnt, dass ich schon einen Spielstand vorbereitet hatte, der dann leider irgendwie flöten gegangen ist. Da war ich jetzt auch nicht wahnsinnig weit, da hatte ich keine Ahnung. Also ein paar Ancients gekauft, ich glaube 3 oder 4 und die ein bisschen hochgelevelt und dann noch irgendwie so 30, 40 Hero Souls rumliegen in der Bank, also dass die halt mehr Schaden bringen. Das war schon deutlich angenehmer. Also da wäre ich halt wahrscheinlich in einer Folge so weit gekommen, wie ich jetzt in 6 Folgen komme. Oder weiter. Aber nun ja, so ist es. Muss man am Anfang halt etwas mehr Geduld haben. Oder einfach mal aufhören rumzuweinen, wenn man es denn unbedingt möchte, sich einen stumpfen Autoklicker installieren, der dann 40 Mal pro Sekunde für einen klickt. Da ich das aber nach wie vor nicht einsehe, habe ich eigentlich überhaupt kein Recht, mich zu beschweren. Aber ich tue es trotzdem, weil es Spaß macht. Ah, ja. Könnte natürlich jetzt anfangen, einzelne Level zu kaufen, aber das bringt vom Schadenszuwachs her so verhältnismäßig wenig, dass es das eigentlich auch gar nicht raushaut. Vor allem kriege ich hier, jetzt muss ich mal gucken, ungefähr 4 Millionen dazu. Und hier kriege ich 140 Millionen dazu. Das ist ungefähr das 35-fache an Schaden, den ich dazu kriege, für das Dreifache an Geld. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal hier unten weiter Kohle ausgeben, weil es einfach mehr Sinn macht. Ja, ja, ja. Scheiß auf den Skill da oben. So. Apropos Skills, wenn die fertig reloaded sind, setze ich die gleich nochmal ein. Was kriegen wir hier als nächstes? Ah, nochmal plus 100%. Für den zumindest, das ist ganz okay. Damit kommen wir der 40.000 DPS zwar auch nicht wirklich nahe, aber gucken wir mal. Noch 9, 8, 7, 6, 5, bla bla bla. Ist ja nicht Silvester hier. So, und die Skills eingeschaltet. Für mich eigentlich noch zu klicken? Eigentlich nicht. Also eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Ah, the struggle is real. Diese ganze Folge ist ein einziges First World Problem. In jeder Hinsicht. Ach ja. So, dit ist vorbei. Was kriegen wir hier? Knapp 300. Nee. Nee. Lohnt noch nicht. Ja, ich finde, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt. Da haben wir den auf 15, das ist ganz okay. Dann lasse ich jetzt hier nochmal ein klein bisschen idlen. Mal gucken. Ist ja noch früh am Tag. Wird sich bis heute Abend bestimmt noch was ergeben.
Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag, hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.